stehen genau hier gegenüber vom Flughafen von Alicante. Ah ja, vielleicht hört man es jetzt gerade im Hintergrund. Es startet jetzt hier gerade wahrscheinlich ein Ferienflieger. Und als wir ankommen, sind mal vielleicht 3 oder 4 Wohnmobile da. Mhm. Und jetzt haben wir gerade geschaut. Wir haben uns schon gewundert, dass die alle neben uns stehen direkt. Ja. Und jetzt gehen wir raus und sehen, dass da mindestens 15, 20 Wohnmobile stehen. Ja, genau. Also, und heute ist auch herrliches Wetter wieder. Es, unter am Strand geht allerdings so ein starker Wind, da konnte man jetzt überhaupt nichts sagen. Und hier im Windschatten von unserem Gustl, da geht es wahrscheinlich. Also die Temperaturen werden immer angenehmer, auch ja, wenn ja. Es im Moment noch ein wenig windig ist. Ja, der Wind ist halt ein bisschen frisch, aber ohne Wind ist es hier schon richtig toll angenehm. Hoppla, die Tür geht zu. So, und wir fahren jetzt weiter Richtung Murcia. Oder Murcia oder sowas. Oder Cartagena. Oder sowas, ja. Wir machen ja unseren Gustl jetzt startklar. Wir stehen ja jetzt hier auch schon 2 Tage. Also das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwo entsorgen können. Und einkaufen müssen wir ja auch noch. Gell? Und dann, ja, dann fahren wir mal weiter. Sieht man weiter, ja. Mhm, genau. Nachdem wir jetzt entsorgt haben, eingekauft, fahren wir jetzt unseren nächsten Platz an. Wir hoffen, wir finden ihn. Also wir hatten jetzt ein bisschen Probleme mit unserem Navi. Stimmt's, Helle? Ja. Aber zum Glück gibt es ja immer noch diese gute alte Karte. Und es sieht aus, wie wenn wir dahin finden, laut der Karte. Und ich glaube, das Navi hat jetzt auch wieder was gefunden, oder? Die Strecke? Ich habe ein Zwischenziel eingegeben, das hat sich gefunden. Okay, das Zwischenziel ist gefunden. Also sollte man unser Endziel finden und auch noch hinkommen heute, dann senden wir weiter. Genau. Also mit vereinten Kräften, mit Karte, Navi, also das ist der Stellplatzführer von, was ist der Stellplatzführer? Radar, Stellplatzradar ist das, gell? Also Stellplatzradar hat es jetzt gefunden. Jetzt werden wir auch noch den Rest schaffen. Gell, Helle? Ja, ich weiß es noch nicht. Immer noch die 5 Kilometer Differenz. Okay. Der will mich auf die Autobahn führen. Bei mir ist ein Unterschied von 5 Kilometer zum Helle seinem Navi. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. So, okay. Jetzt sind wir am Cabo de Palos. Und da haben wir gedacht, im Januar finden wir bestimmt ein schönes Freistehplätzchen. Aber überall, wo man frei stehen kann, Da stehen schon Wohnmobile. Das ist irgendwie eine Seuche mit den Wohnmobilen. Ja, irgendwie. Ja. Wir haben uns jetzt auf 3 BKW-Parkplätze gestellt. Aber wir sind da auch nicht alleine. Steht nur einer aber davor. Die anderen BKW-Parkplätze sind mit Wohnmobilen voll. Eine Nacht halten wir das Haus hier. Ja, ja, wir bleiben jetzt eine Nacht und dann fahren wir ja morgen früh wieder weiter. Gewohnt windig oder erwartet windig, aber wunderschön ist hier. Ja, aber wir sind noch nicht ganz oben. Wir sind extra noch ein Stückchen weiter unten geblieben wegen dem Wind. Wir gehen jetzt aber nachher hoch und zeige euch das, vor allen Dingen das Mittelmeer. Ist einfach wunderschön. Herrlich hier, ja, herrlich. Ja. Umdreht, da hinten, da liegt Algerien. Konnt ihr das erkennen? Ich auch nicht. So, wir sind zur Weiterfahrt bereit. Jawohl, jetzt geht's Richtung Mazaron. Und das Schöne ist, der Regen ist dort schon vorhanden.
Ja, also seitdem wir in Spanien sind oder überhaupt seitdem wir auf Reisen sind, begleitet uns eigentlich immer etwas Regen. Zumindest bedeckt der Himmel, ja. Und es macht aber nichts, die Temperaturen sind trotzdem angenehm. Ja, also heute zeigt es 13 Grad an. Ja, und wir haben da nicht drunter gelitten. Nein, es waren ja immer nur kurze Schauer bisher. Also kein Problem, nichts zum Meckern. Nein. Es gibt natürlich auch einige Umstellungen, wenn man so unterwegs ist. Die Essensgewohnheiten, die sind ganz anders in Spanien und in Frankreich, oder Ossi? Das deutsche Brot fehlt uns ein bisschen. Ach so, ja, das gibt's hier halt nicht, aber das war ja eigentlich bekannt. Der Trollinger geht zur Neige. Ach, wir haben so viel spanischer Wein jetzt gerade gebunkert, ja. Also da geht gar nichts zur Neige. Das Problem ist, also oder sagen wir vielleicht sogar der Vorteil, ja, der spanische Wein ist nicht vergleichbar mit dem deutschen Trollinger. Und da trinke ich natürlich deutlich weniger, weil der Trollinger wesentlich süffiger ist. Also, ist doch gut, oder? Jetzt sehe ich das ja sogar noch als Vorteil. Und das nächste ist das spanische Bier, das ist gut trinkbar, also das kann man gut trinken, aber das ist in so kleinen Döschen, also vom Umweltfrevel einmal abgesehen, 0,33 in einem Döschen. Und wenn ich dann da zwei Döschen trinke, dann habe ich so viel wie eine Flasche daheim und die Ossi sagt, du hast schon das zweite Bier getrunken. Ja, stimmt doch, oder? Ja, also da muss man sich umstellen und naja, aber wir kommen gut zurecht, oder? Naja, also wenn das die ganzen Probleme sind, die wir haben. Naja, bis jetzt ist unsere Reise einfach nur schön. Ja. Ist auf den Trollinger, der geht langsam zur Neige. Also, jetzt geht's los. Gleich geht's los, ja. Wir machen jetzt dann hier gleich nochmal einen Schwenk. Wir haben hier nämlich übernachtet am Cabo del Palos. Palos, am Cabo de Palos. Und es war eine sehr ruhige Nacht. Also, und der Parkplatz, also es gibt hier nochmal so eine Art Campingplatz oder so. Stellplatz. Oder Stellplatz, ja. Inoffiziellen Stellplatz. Also es ist nichts Offizielles. Ach so, okay, war alles voll mit. Auf jeden Fall war das bis auf den letzten Platz belegt mit Wohnmobile, Kastenwege und halt allem, was da noch so rumfährt. Auf dem BKW-Stellplatz ausgewichen, aber das ist kein Problem. Nein, es ist sogar gestern die Polizei vorbeigefahren, also kein Thema. Wir haben ja auch niemanden behindert. Hinter uns, vor uns stand ja auch noch ein anderes Wohnmobil, hinter uns stand eins. Also ich gehe davon aus, dass sie in der Vorsaison oder Nebensaison überhaupt kein Geschiss machen. Ich denke, da ist alles toleranter, denn da, wo wir in Alicante gestanden sind, da war es ja auch nicht so ganz legal und war alles voller Wohnmobile und hat kein Mensch was gesagt. Wieso war das nicht legal? Das war ausgewiesen als Wohnmobilstellplatz. Ja, bis 3,5 Tonnen, bis 5 Meter Länge. So viele wie damit. Als Wohnmobilstellplatz war das nur in der App ausgewiesen, aber nicht von der Gemeinde. Und Fahrzeuge bis 5 Meter Länge waren zulässig. Naja, die Fahrzeuge, die unter 5 Meter da gestanden sind, ich glaube, da gab es gar keinen so. Nein, ja. Sage ich ja gerade. Ja. Und jeden Tag kam ja auch die Müllabfuhr oder ja, von der Gemeinde ist jeden Tag der Mülleimer geklärt worden. Ja. Also von daher war das also auch alles legal, gehe ich davon aus. Na klar, ist geduldet. Also ich denke mal, im Sommer ist es etwas strenger, als es im Januar ist. Und das nutzen wir natürlich auch für uns aus und viele andere Wohnmobilisten auch. Man muss also einmal eins sagen, man denkt, ganz Deutschland ist unterwegs, wo man auch hinkommt, die Wohnmobile sind schon da. Ja, aber nicht nur die deutsche Autos. Nein, das stimmt. Sehr viele Franzosen. Franzosen, Holländer. Spanier auch. Spanier, ja. Mhm. Also. Also wir sind nicht alleine unterwegs. Ja. Aber es macht Spaß. Es ist richtig schön und ja. Mir gefällt's. Und jetzt fahren wir weiter. Ja.
Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir haben gestern versucht, ein Brot zu kaufen, sind auch in den Laden gegangen, aber leider haben wir vergessen, dass es in Spanien Siesta gibt. Ja, und so lang, dass sie so lang dauert, die Siesta. Ja, also wir waren so ungefähr, wann waren wir denn? So um halb vier beim Laden. Und er machte erst um 5:30 wieder auf. Also da haben wir dann gesagt, okay, gibt's halt kein Brot zum Frühstück. Wir haben nämlich noch genügend Eier. Und jetzt machen wir einfach Rührei. Und Helle stitzelt schon fleißig die Zwiebeln. Und bleibt ein bisschen fern von uns, denn es gibt auch Knoblauch dazu. Oh ja, und er hat so viel Knoblauch in der Hand. Es könnte also gut möglich sein, dass wir hier heute Nacht ganz alleinig auf dem Stellplatz dann stehen. So, dann wollen wir mal unsere Sache schneiden, schnitzeln. Und dann gibt es nachher lecker Frühstück. So, das schaut schon mal richtig lecker aus. Und Zwiebeln sind entzündungshemmend. Und das ist ja sehr, sehr gut für etwas betagtere Menschen. Gell, Ossi? Naja, es gibt dann halt bei uns immer Zwiebelei anstatt Eier mit Zwiebeln. Ja, diesmal gibt es Zwiebel-Knoblauchei. So, heute kocht mal die Frau bei uns. Das ist mal was ganz was anderes. Der Topf besteht nur aus Zwiebeln. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegt. Also, mit so viel Zwiebeln. Man merkt da schon einen Unterschied, ob das ein Profi macht oder die Frau. Aber wird schon werden. Ich glaube, sie kann das schon. Das glaube ich auch. Nicht ganz so professionell wie von mir halt. So schauen wir raus, direkt aufs Meer. Und wie ich glaube ich schon gesagt habe, heute ist sogar die Sonne da. Das ist ein wunderschöner Platz. Wie heißt der, Ossi? Oh, keine Ahnung. Irgendwas mit Camper. Also auf jeden Fall ist es bei Mazaron und ist nicht die Schlangenbucht. Nö, da ist ja auch nicht so schön. Hier ist und, viel schöner. Ja. Vor allen Dingen auch die Fähr- und Entsorgung ist hier viel besser. Ja, das ist nämlich hier kein Containerwasser, sondern das ist hier richtiges Leitungswasser, Wasser. Und auch alles soweit sehr gepflegt. Und der Platz wird wohl erweitert und ist im nächsten Jahr etwas seitlich versetzt. Und dann aber auch mit Duschen und allem drum und dran. So haben wir das gehört, gerüchtemäßig. Also wir sind hier sehr gut gestanden, sehr viel Platz. Und man kann auch seine Liegestühle alles rausstellen. Also alles kein Problem. Ja. Sogar die Ossi gibt mir recht. Der Kaffee ist jetzt durchgelaufen. Also, wir müssen jetzt leider. Die Eier sind jetzt nämlich dann auch fertig. Ja, dann müssen wir jetzt leider. Also dann. Ist das nicht lecker? Dann lassen wir uns jetzt schmecken. Also die Ruhe haben sie hier schon alle weg. Sogar die Ursi wird schon nervös, weil niemand kommt an der Kasse. Ah, jetzt ist jemand da. Also jetzt geht's gleich weiter. Thank you.
Also ich meine, von der Sonne verwöhnt ist das Ganze natürlich schon, aber es ist nicht schön, diese ganzen Gewächshäuser. Also wenn ihr wieder Tomaten aus Spanien esst, dann müsst ihr auch wissen, ihr tut dieser Gegend hier nur wirtschaftlich einen Gefallen. Ja, es ist sehr schade. Also vom Stellplatz aus bis zu dem Städtchen, wo der Einkaufsladen ist, sind es genau 5 Kilometer mit dem Fahrrad und man fährt durch diese ganze Gewächshäuser. Also das wäre ja gar nicht schlecht. Aber dieser Müll, überall Plastik, Plastik, Plastik auf der Straße, auf dem Weg, auf der Seite, das ist nicht so schön. Nein. Überhaupt nicht, ja. Ich meine, das Ganze ist und so eine sehr trockene Gegend und überall sind Wasserleitungen. Also das ist mit Sicherheit Grundwasser, was hier verbraucht wird. Und ist für Tomatenproduktion, die ja sehr intensiv sind, ja. Also wir sind jetzt keine Moralaposteln, wir sind auch keine Lehrmeister, wir sind auch keine Naturkundler, aber schön ist anders. Ja, das einzig Schöne ist das Meer. Ja, weil, und unsere Freizeit natürlich. Ja, klar. Und der Weg wäre nicht schlecht, aber dieser Müll überall, ja. Das ist wirklich keine Augenweide. Und Tomaten essen wir trotzdem. Die Ussi schimpft mich schon immer, wenn ich Tomaten kaufe aus Spanien. Im Winter. Außerdem schmecken die ja gar nicht. Jetzt schalt mal ab, weil ich schimpf's gleich wieder. So, also ihr wisst ja, dass wir mit unserer Alarmanlage immer ein bisschen Probleme haben. Jetzt haben wir sie natürlich, seit wir in Urlaub sind, jeden Tag eingeschaltet und bis jetzt gab es keinen Fehlalarm, was ja an sich schon mal sehr positiv ist. Ja? Und um dem Ganzen noch weiter vorzubeugen, habe ich eine neue Alarmtechnik entwickelt. Knoblauchbrote, da traut sich niemand mehr an mich ran. Zum Glück gibt es kein Geruchsvideo, ja? Sonst würde da jetzt nämlich alle in Ohnmacht fallen. Und das Dramatische an der ganzen Situation ist, dass ich Knoblauchbaguette sehr liebe und die Ursi mag es nicht. Was heißt mag es nicht? Nicht so viel. Wir hatten heute schon Knoblauch im Frühstück. Gesund. Knoblauch macht lustig. Ja. Jetzt die tollste Strecke rausgesucht. Also, da gibt es bestimmt auch noch einen besseren Weg. Tapfere Fahrräder haben wir. Die schaffen es gerade noch so mit Mühe und Not. Und das nennt sich der mediterrane Radweg.
Klasse! Um hierher zu kommen, da haben wir uns jetzt diese abenteuerliche Radtour auf uns genommen. Und um zurückzukommen, machen wir die nicht mehr. Wir fahren jetzt Landstraße. Da fahren wir die normale Straße, die der Helle ja eigentlich nicht gern fahren will, weil er immer Angst hat, dass uns dann ein Auto über den Haufen fährt. Also, aber ich glaube, das ist besser jetzt nachher zum Heimfahren. Das war auch sehr abenteuerlich, denn man ist teilweise ganz schön gerutscht. Ja. Und da habe ich Angst, teilweise Angst gehabt, vom Fahrrad zu fallen. Ja, aber jetzt schauen wir uns die Felsen hier an. Das ist übrigens Sandstein, die der Wind so geformt hat. Und deswegen sind wir extra hergekommen. Polnueva, Playa de Polnueva. Ah, okay, alles klar. Und jetzt gehen wir dann was Leckeres essen. Wir schauen jetzt nach einem Lokal. Und Fisch. Vielleicht kriegen wir sogar einen Fisch, ja. Mal schauen, was es hier so Feines gibt.